Willkommen zu einer neuen Folge Kümmert sich heute. Endlich ist soweit, jetzt angekommen, mein Wool-Genie. Und zwar habe ich ja vor 3, 4 Wochen bei Instagram nachgefragt, ob ihr wisst, wo ich den herbekomme. Und ich habe ihn mir bestellen können. Und zwar habe ich ihn über eBay bestellt, habe ihn aber in mehreren verschiedenen Shops auch schon gesehen. Die verlinke ich euch auf jeden Fall unten in der Infobox. Ich bin super gespannt, ob das funktioniert. Ich habe schon eine Garnbox gehabt, da war ein kleiner Holzstab drin, hat sich gedreht, hat nicht funktioniert. Ich habe schon so einen Stab gehabt mit einem Gewinde, was man so auf so einen Metallstift stellt, der sich dreht, hat sich immer überdreht, hat nichts gebracht. Und jetzt probiere ich es mit diesem Magnet, wo das Ganze dran schwebt. Vorab muss ich euch noch sagen, das Ganze war nicht so günstig, weil das kommt aus The Great Britain. Und da muss man natürlich ein bisschen mehr Versand bezahlen. Aber wenn das Ding jetzt wirklich so geil ist, wie ich es gesehen habe in diesem TikTok-Video, dann bin ich mal gespannt, ob es auch so gut funktioniert. Und wenn nicht, naja, dann habe ich halt einen Fehlkauf gemacht, ne? Aber ich habe es auf jeden Fall für euch getestet und ich hoffe, ihr habt da jetzt Bock drauf. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich ein Like, einen Kommentar und ein Abo meines Handarbeit-Kanals freuen. Und jetzt viel Spaß und los geht's. Ja, mit das Päckchen, ich habe natürlich schon mal reingeguckt. So sieht das Ganze aus. Hier ist noch ein Retoureschein und Werbung. Ich habe meinen über eBay gekauft. Ich habe meinen am 9. Juli bestellt und er war am 8. August schon da. Das Problem ist halt, man muss halt echt ein bisschen mehr Versand bezahlen. Der kostet normalerweise, ja, ich glaube, hier 11,54 Euro. Aber am Ende habe ich 27 Euro bezahlt wegen dem Versand. Das müsst ihr halt mit berechnen, ne? Ich habe euch unten in der Infobox nochmal die Links gepackt, wo ihr den überall bestellen und kaufen könnt, wenn er verfügbar ist. Wenn jetzt natürlich hält, was er verspricht, dann war es mir die 30 Euro wert und ich bin auf jeden Fall super gespannt. Wir bauen das Ganze jetzt erstmal zusammen. Ach gut, ich bin nicht so englisch gewandt, deswegen ist ganz praktisch, dass hier noch eine schriftliche Anleitung drin ist. So, wir wollen das jetzt zusammenbauen. Ich habe mich tatsächlich schon gefragt, ob das aus dem 3D-Drucker kommt, weil das hier alles ganz feine Rillen hat. Aber ich weiß es nicht. Ich habe zur Herstellung davon auf jeden Fall noch nichts gesehen. So, das sind die ganzen Einzelteile, also nicht viele. Also ich denke, ich werde das zusammengebaut kriegen. Das machen wir jetzt mal im Schnelldurchlauf. Das Ganze ist fertig zusammengebaut, ging auch wirklich super einfach und super schnell. Was ich jetzt nicht verstehe, ist, warum dieses Teil hier unten locker ist. Ich wollte euch das nämlich so zeigen. Aber man kann es auch nicht festdrehen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, zack. Und fertig. Und ihr seht, es dreht sich schön, es schwingt schön. Und jetzt wollen wir das Ganze natürlich noch austesten, ob es auch funktioniert. Ich habe jetzt mal 3 Garne rausgesucht, einmal ein feines mit 50 Gramm, hier eins mit 100 Gramm, etwas dicker und hier noch ein Farbverlaufsgarn mit 100 Gramm, wollt mal was Großes, Voluminöses probieren und ihr könnt natürlich noch die doppelte Portion nehmen, das Gewicht geht bis 200 Gramm, da müsst ihr natürlich gucken, ob es vom Umfang auch hier drunter passt, aber das werden wir jetzt gleich testen. Wir starten jetzt mit den 50 Gramm Baumwollgarn. Also ihr nehmt einfach die Spindel ab und versucht mit der Stange durch das Garn mittig durchzufahren. Das geht jetzt hier natürlich nicht ganz so einfach, aber funktioniert. Schiebt das Ganze bis runter und dann zack, wieder einhängen und dann geht das los. Ich werde jetzt nicht loshäkeln, aber ich werde das jetzt hier mal so meinem Finger wickeln. Und das sieht auf jeden Fall schon richtig gut aus. Na, es überdreht sich zwar, es überdreht sich jetzt. Aber man muss natürlich das Tempo auch ein bisschen anpassen, weil so schnell zieht man ja das gar nicht ab beim Häkeln oder Stricken. Also es hängt zwar ab und zu, aber ich würde sagen, es pendelt sich wieder aus. Seht ihr, es verwickelt sich zwar kurz oben, aber es scheint zu funktionieren. Krass, ich hätte es im Leben nicht gedacht. Also mit dem Baumwollgarn funktioniert es schon mal. Jetzt probieren wir mal das nächste Garn.
Auf geht's, das nächste aufspicken. Und hier habe ich jetzt, manche Garne sind ja schon so voraufgewickelt, dass sie gerade aufgewickelt sind. Und hier geht das Ganze natürlich viel besser. Und auch wenn sie es überdreht, es ist kein Problem. Seht ihr, überdreht und jetzt läuft es trotzdem weiter nochmal ab. Und selbst wenn es unter das Spindel lang geht, dadurch, dass da nichts ist, kann sich das Garn einfach nicht verheddern. Es ist schon echt eine super coole Idee. Jetzt bin ich noch gespannt, wie das mit dem Großen ist. Hier muss man natürlich ein bisschen gucken bei so einer Bobbel, dass man da nicht zu sehr durch die ganzen, genau, dachte ich mir schon, aber so ein bisschen aufpassen. Das ist auf jeden Fall schon viel schwerer. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Es hält. Ich hätte es im Leben nicht gedacht. Das ist wirklich so viel schwerer. Und jetzt muss ich hier mal einen Anfang suchen. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich stelle den mal ein bisschen zu euch. So. Und los geht's. Tatsächlich muss ich sagen, dass dieses schwere Garn noch viel besser geht. Schaut mal, ohne sich zu verdrehen. Richtig cool. Ah, geil. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich mir das bestellt habe. Und dass ich das gefunden habe. So, jetzt ist es überdreht, aber es passiert nichts. Ich ziehe jetzt mal ein bisschen doller. Lass das mal ausdrehen. Jetzt hält es zwar an, dreht sich wieder zurück. Und jetzt hat es wieder ausgependelt und ihr könnt weitermachen. Sehr schön. Cool. Also, funktioniert tipptopp. Tolle Idee. Das gibt es natürlich noch nicht in Deutschland, aber ich habe euch, wie gesagt, die Links unten in die Infobox gepackt. Ja, meine Lieben, also ich muss sagen, ich finde das Produkt richtig gut. Ich bin echt super froh, dass ich mir das bestellt habe. Und ich finde es mal seit langem ein richtig cooles Gadget, was auch wirklich funktioniert und einfach eine super Idee, dass ich das Garn unten nicht verheddern kann, wenn ihr es auf der Couch oder auf dem Tisch irgendwo stehen habt. Es kann sich einfach nicht verwickeln. Würdet ihr euch das Produkt auch bestellen? Vielleicht gibt es ja auch irgendwann in Deutschland erhältlich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mich gerne wissen. Und jetzt bis zur nächsten Folge Kümmer Tutorials.